Das Modellfliegen will erlernt sein. Das heißt Training. Und gut geeignet ist dafür ein Motorsegler wie der LRP F1800 Skystream. Beim Kauf erhält man eine solide Verpackung mit den wenigen Teilen, die für eine schnelle Montage nötig sind. Dazu gibt es eine wirklich gute Anleitung mit deutlichen Fotos und in deutscher Sprache. Der 1080 mm lange Rumpf mit Seitenleitwerk besteht aus EPO-Schaumstoff. Ebenso die Tragflächen und das Höhenleitwerk. Ein paar Befestigungsteile und die Kabinenhaube und das war's auch schon. Die Kabinenhaube besteht ebenfalls aus Schaumstoff und ist mit einer Folie im Carbon-Look überzogen. Der Verschluss ist mit einem Magneten ausgelegt und zusätzlich mit einem Hebel gesichert. Ein Rad ist im Rumpfschwerpunkt montiert. Brushless-Motor, 20 Ampere Regler, Klappluftschraube 9x5 Zoll mit Spinne sind bereits fertig im Bug des Rumpfes montiert. Für die Querruder sind jeweils ein Servo in die Fläche eingelassen. Das Seitenruderservo befindet sich mit einer kurzen Anlenkung im Heck des Seglers. Der Gabelkopf muss nur eingeklickt werden. Die Rudermaschine für das Höhenruder ist direkt im Höhenleitwerk eingelassen. Die Steckverbindung mit dem Empfänger wird hergestellt und mit einer Schraube M2,5 wird das Höhenleitwerk befestigt, nachdem es passgerecht in seiner Position einrastet. Gegebenenfalls sollte die Schraube schon einmal kurz in die Kunststoffhalterung eingeschraubt oder sogar mit einem Gewindebohrer vorgearbeitet werden. Bedingt durch den hinteren Einbau des Servos liegt Heckleistigkeit vor. Als Ausgleich liegen zwei Stahlgewichte von jeweils 66 Gramm mit bei. Zur genauen Schwerpunktermittlung genügte bereits ein Gewicht als Ausgleich. Damit der Ballast so weit wie möglich nach vorn gelangt, wurde das Gewicht quer mit einer Schaumstoffauflage mit Sekundenkleber eingeklebt. Um eine leichte Auflage der Kabinenhaube zu erreichen, wurde der Schaumstoff noch etwas ausgefräst. Es ist nicht zwingend notwendig, aber man gewinnt noch etwas mehr Raum für einen eventuell größeren Akku. Die Stromverbindung zwischen Regler und Akku stellt einen Dienststecker her. Als Flächenverbinder dient eine Aluminiumstange. Die Kabel und Stecker für die Querruder müssen sorgfältig im engen Zwischenraum verstaut werden. Die Tragflächen sitzen präzise und sehr passgenau. Die Sicherung erfolgt mit zwei Kunststoffbolzen. Nachdem der Fernsteuerempfänger mit vier Kanälen eingesetzt und verkabelt wurde, überprüft man die seitenrichtigen Ausschläge der Ruder und deren Mittellage. Wichtig ist die Justage des angegebenen Schwerpunktes, den wir mit einem mitgelieferten LRP-Aufkleber markieren, um den Schwerpunkt beim Akkueinsatz immer wieder zu kontrollieren. In der RTF-Version wird die Fernsteuerung mitgeliefert. Die genaue Funktion aller Bedienelemente und Wissenswertes über den Modellflug vermittelt die Bedienungsanleitung. Auch Modellflieger mit wenig Erfahrungen haben den Skystream von LRP in kurzer Zeit montiert. Nachdem der Schwerpunkt abermals kontrolliert wurde, kann der Segler mit ca. 70-80% Motordrehzahl abgeworfen werden. Weniger geübte Piloten sollten dieses von einem Helfer durchführen lassen. Der hier gezeigte Start ist real der erste Abwurf des Skystream. Gleichmäßig steigt das Modell in die Luft. Die Stromaufnahme von 13 Ampere garantiert lange Flugzeiten mit Motorlauf. Die Steigleistung ist ausreichend und für das Anfängertraining gut angepasst. Für den absoluten Geradeausflug ist nur geringes Nachtrimmen erforderlich. Schnurgerade zieht der Skystream seine Bahn. Nach dem Steigflug mit abgeschaltetem Motor geht der Motorsegler in einen gleichmäßigen Sinkflug über. Der Skystream liegt stabil in der Luft und hat ein gutmütiges Kurvenverhalten. Wie man an den Aufnahmen erkennen kann, hatten wir kein ideales, windstilles Wetter zum Einfliegen.
Trotzdem überrascht der LRP-Flieger mit sicheren Fluglagen, gerade auch bei etwas Wind. Dann muss man bei steilen Manövern schon beherzt mit Vollausschlägen von Quer- und Höhenruder gegenhalten, welche den Segler wieder sanft in Position bringen. Gerade die flächenmäßig kleinen Quer- und Höhenruder ermöglichen auch dem ungeübten, doch etwas aufgeregten Piloten sanfte Flugmanöver. Auf jeden Fall sind die Flächen groß genug, um den Skystream in jeder Situation sicher zu steuern. Das Rad unterstützt das Ausrollen bei der Landung und schont den Rumpf. Damit ist der Skystream von LRP auch für fortgeschrittene Piloten ein gelungener Spaßflieger für das Urlaubsgepäck. Für den Einsteiger sollte der Skystream in seiner soliden Ausführung ein treuer Begleiter bei den Übungsflügen sein.